Ob sie es sich gut überlegt haben, man weiß es nicht. Am 8. Juni wartete in Döben ein Radrennen der besonderen Art auf die ambitionierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das erste Churchill Race stand in den Startlöchern. Namensgeber des Radrennens ist nicht etwa der ehemalige englische Premierminister, sondern die Kirche und der anliegende mit bis zu 32% Steigung sehr, sehr steile Kirchberg. Eine gewachsene Idee. Ja, wenn du so Hobbysportler bist, dann kommen dir immer mal Ideen beim Laufen. Ich laufe gerne, ich gehe gerne Radfahren und bin einfach immer wieder hier in der schönen Gegend um Döben auf den Bergen unterwegs und habe mir irgendwann gedacht, okay, der Ort ist schön, der Berg ist da, es sind so viele Radfahrer, warum nicht mal ein Radrennen machen und keins, was jetzt über mehrere hundert Kilometer geht, wo sich die Besucherzahl so verteilt, sondern wirklich mal ein Sprintradrennen, einfach mal so kurzes, knackiges Rennen. Und Kirchberg, ich wohne oben auf dem Kirchberg und da habe ich gedacht, ach, Kirchberg, Rennen in Döben. Und irgendwann bist du weitergerannt und dann kam der Sauerstoff ins Hirn und dann kam Churchill. Und der Name ist einprägsam, hat mit Churchill, dem alten Winston, nichts zu tun. Hat einfach Churchill, Kirchberg, Kirchberg, Churchill Race. Eröffnet wurde dieses Event dann auch passend zum Namensgeber durch den Pfarrer. Pfarrer Markus Wendland schaffte in seiner Begrüßung die Verbindung zwischen Glauben und Sport. Neben allem Vorbereiten, Trainieren, Wetteifern und die beste Zeit rausholen, stehe für ihn die Zufriedenheit weit vorn. Zufriedenheit, die der Freude an der Sache und der Leidenschaft entstammt. Das wünschte er dann auch den Radfahrenthusiasten. Leidenschaft, Freude am Sport und die Fähigkeit, über sich selber zu staunen. Während der Pfarrer sich dann auf zum Konfirmandenpilgern machte, hieß es hier am Kirchberg: Leute, streichelt eure Waden nochmal, die werden jetzt gleich brennen. Grund genug wohl für den Starter mit der Nummer 1, der sich wohl spontan noch einmal anders überlegt hat, sodass die Nummer 2 den Auftakt zum Rennen gab. Was dem Rennablauf jedoch keinen Abbruch tat. Mit seelischer und moralischer Unterstützung ging es dann los. Und hinauf auf den Berg. Ein Starter folgte dem anderen auf die wagemutige Strecke, den Kirchberg hinauf. Keine Gnade gab es hier für die Wade. Von unter 15 bis über 70 Jahren gestaltete sich das Starterfeld mit seinen 54 Startern. Hightech, klassisch, historisch, stilvoll, kurios. So umschrieben die Organisatoren die Gefährte und Kostümwahlen. Inoffiziell wurde das Rennen nämlich auch um den Wettbewerb des besten Kostüms ergänzt. Um diesen Titel haben sich bei der Auswahl ihrer Rennoutfits einige geschlagen. Am Ende waren alle Sieger, die mit motivierenden Worten entlang der Strecke den Döbener Kirchberg erklommen haben. Sieger, die sich gemeinsam mit den Fans und Unterstützern im Schlossgelände bei Kaffee und Kuchen und dem ein oder anderen weiteren Getränk stärken konnten. Auch musikalische Umrahmung sorgte für Abwechslung zum harten Sport. Der wahre Schlossherr Theo hatte dabei alles im Blick und kontrollierte hier den reibungslosen Ablauf. Ein ebenso wichtiger Faktor im Stemmen eines solchen Events. Wir sind ein Kernteam von 3 Leuten. Das ist der Matthias Lippmann, das ist der Stefan Lange und ich. Wir haben im Prinzip das Ding kreiert. Die Idee kam mir irgendwann beim Laufen durch irgendeine. Aber es geht ja nicht ohne Team. Und dann aus diesen 3, der eine ist Sportlehrer, der andere ist auch ambitionierter Sportler. Und da haben wir einfach uns bei einem Lagerfeuer, das zusammengesponnen waren, super begeistert. Und dann kippst du das hier aus und dann hast du einen Haufen junge Leute mit Kindern, die alle sagen, ich bin dabei, coole Idee, machen wir. Wir haben einen Kern von 20 Leuten. Alle haben hier alles gegeben. Was sich unter anderem auch an der Vollmontur der Feuerwehrkameraden zeigte, die dem Ereignis ebenso sicherheitstechnisch als auch sportlich beiwohnten. Am Ende des Tages strahlten Sieger und nicht ganz Sieger, denn letztendlich haben es doch alle ins Ziel geschafft. Was bei dieser Art des Radrennens ein wahrer Kraft- und Motivationsakt war.
Wie der Pfarrer es zu Beginn wünschte, gingen alle dann zufrieden, mit eventuell schon ersten Anzeichen von Muskelkater, nach Hause. Einige haben sich dabei sicherlich schon einige Kostüminspirationen für das kommende Jahr mitgenommen, denn bei einer Einmalfliege, die vielleicht vom Frosch vertilgt wird, soll es nicht bleiben. Das soll sich etablieren, so ist die Idee. Und wir haben ja auch ein paar Mittel durch Bürgerbudget bekommen, wo wir uns sozusagen was hilft, das zu verstetigen. Und der Kern, der bleibt, sind ja Döbner. Und wir haben Bock, das hier nochmal zu machen. Das ist richtig cool. Na dann mal los. Wer weiß, was sich die zusammengewachsene Döbner Gemeinschaft dann bis dahin noch ausgedacht hat.